Es gibt heute relativ viel zu besprechen, zumindest von den spannenden Sachen und vor allem auch von der Langfrist. Da habe ich einiges Neues für euch. Aber um mal kurz das Gegenstück der Langfrist zu präsentieren, nämlich die Kurzfrist, schauen wir ganz kurz auf heute, nämlich die aktuelle Wind- und Sturmsituation, ja fast schon Orkansituation. Denn wir haben Richtung Nordwesten, Richtung Nordseeküste, nordfriesische Inseln, dann Richtung 18, 19, 20 Uhr eine erhöhte Sturm- und Orkangefahr mit bis zu 120 km/h in Spitzenböen teilweise. Das sieht zumindest das Rapid Update Icon und dementsprechend eines der sehr, sehr hoch aufgelösten führenden deutschen Modelle. Im Hintergrund habe ich ganz vergessen, tut mir wieder leid. Daniel hat mir ein Bild geschickt und zwar gestern, gehe ich nochmal ganz kurz aus dem Bild raus, ein Bild geschickt von der Shelf Cloud, denn er war gestern Storm Chasen und hat dieses schöne Bild aufgenommen und eingefangen oder einfangen können und einfangen dürfen. Vielen Dank nochmal dafür. Also wieder die Sturmgefahr heute Nachmittag, vor allem an der Nordseeküste. Der Rest des Landes bleibt relativ davon verschont, vor allem im Süden, da ist fast gar nichts los. Ab der Mitte südwärts im Norden, im norddeutschen Tiefland wird es ein bisschen windig werden, aber auch das ist da ja nichts Neues und auch nicht unbedingt krass erwähnenswert. Dann haben wir etwas, was wir uns lange nicht mehr angeguckt haben, ziemlich genau ein halbes Jahr nicht mehr, und zwar der Polarwirbel. Das ist er in 10 Hektopascal Höhe, das heißt ganz, ganz weit oben in ungefähr 30 bis 36 Kilometern Höhe. Und da beginnt er sich langsam wieder zu formatieren. Ganz, ganz normal ist das nämlich im September. Da wird er sich auf natürliche Art und Weise wieder regenerieren, nachdem er eine Sommerpause eingelegt hat. Und jetzt sehen wir, dass die aktuelle Situation von heute eben, dass er sich so langsam bildet. Und wenn wir so ungefähr 12 bis 14 Tage weiterspringen, dann haben wir schon einen relativ großen Kern mit minus, jetzt muss ich gucken, minus 60 Grad. Im Kern des Polarwirbels in dieser Höhe, vor allem eben liegend über Grönland und vielleicht auch Richtung Kanada. Der formiert sich aber und dreht sich. Da ist noch nicht genau sicher, wo sich der am Ende dann positionieren wird, gerade im November, Dezember. Wünschenswert für eine kühle und kalte Lage für uns wäre es, wenn dieser Kern sich eher auf unserer Seite bewegen würde, Richtung Asien bzw. Richtung Russland. Und wenn wir aber eher eine Westlage haben wollen, viel, viel Wind, dann wird es wahrscheinlich eher Richtung Kanada, Richtung Grönland und Richtung USA interessant werden. Wenn es dort liegen würde, dann hätten wir dann eben eine dementsprechende windige und stürmische und milde Lage. Wir hatten im letzten Video darüber gesprochen, wie es aussieht mit den aktuellen Verläufen ab dem 26. und 27. September. Und wir schauen da eben einmal rauf auf die aktuellen Modelle und fangen mit dem ECMWF-Modell an. Diesmal für Leipzig, also für den Osten Deutschlands. Und da sehen wir, so weit komme ich immer noch nicht. Also ein Stück weiter. Da, wo der zweite Wärmeberg quasi beginnt, der erste beginnt jetzt wieder, dann geht es wieder runter. Und erst dann, wenn es Richtung 26., könnt ihr unten noch auf der Skala mit abgleichen, ab 26., 25. September, dann wieder hochgeht mit dem nächsten Wärmeberg. Der ist interessant und der ist entscheidend. Und der ist auch entscheidend für unseren September-Rekord, ob wir einen brechen werden. Ich bleib dabei, ja. Und das sieht aktuell auch sehr danach aus. Das ECMWF möchte aber hochgehen, das bleibt oben, hatte ja vor ein paar Tagen schon eben seinen Höhepunkt angedeutet. Der Hauptlauf in Grün möchte noch weiter nach oben. Und das GFS-Modell, was nicht mitging, sieht wohl jetzt auch eine erneute Hitzelage, könnte man fast sagen. Denn gestern Abend hatte der 12er vom GFS, der Hauptlauf also vom 12er gestern Abend, eine 30er Temperatur unten am Boden gemessen. Also 30 Grad am Boden. Um und bei in Ostdeutschland gesehen, und zwar am 2. Oktober. Es ist schon extrem krass und doll, was hier berechnet wird. Teilweise auch hier der aktuelle Kontrolllauf in dunkelblau, der schwebt einfach bis zum Ende. Der will gar nicht mehr runtergehen. Also da ist deutlich was möglich, und auch das GEM-Modell, was ja dann auch diese Hitze in Anführungszeichen in der Höhe vor allem vom ECMWF vor ein paar Tagen gestützt hat, stützt das Ganze jetzt weiterhin, und auch der Hauptlauf geht hier nach oben. Nur der Kontrolllauf, der stürzt hier ab und zu mal ab und macht so einen kleinen Bogen, bevor er wieder nach oben gehen könnte. Bei allen drei Modellen, achtet mal unten auf die Niederschlagsignale, jetzt vom GEM, vom GFS und vom ECMWF, da ist fast nichts los. Gerade einmal ganz vorne Richtung Freitag jetzt, da wird es wohl einmal regnen.
Und auch vom GFS wird es am Freitag regnen und auch am GEM, vom GEM wird es am Freitag regnen. Aber danach ist bis rein in den Oktober nichts, überhaupt nichts mehr zu sehen in Sachen Regen. Und wenn wir uns nochmal einmal verinnerlichen, wie viel Niederschlag wir bisher hatten, dann haben wir 1% mehr bekommen zum letzten Video, nämlich 32% deutschlandweit gemittelt. Oben links im roten Kasten ist das eben zu sehen. In manchen Regionen noch gar nichts, in anderen Regionen schon über 200%. So, und wenn wir uns jetzt mal bedenken, dass wir in der nächsten Zeit noch einmal Regen bekommen in diesem Monat, dann bleibt das höchstwahrscheinlich so und wir haben einen ja fast schon Dürre September erlebt. Also das ist wirklich extrem krass. Das sind um und bei 60-70% zu wenig Niederschlag, die wir deutschlandweit gemittelt zumindest bekommen werden in diesem oder bekommen haben in diesem September. Und das bleibt ja höchstwahrscheinlich auch so. Also es ist dramatisch in diesem Fall, wirklich. Es ist sehr dramatisch und wie es nachher mit der Bodensituation aussieht, im Oberboden, im Unterboden, schauen wir uns nochmal in einem gesonderten Video an. Demnächst, das müssen wir nochmal abwarten, weil die Daten noch ein paar Tage hinterher hängen würden. Schauen wir uns dann Ende September noch einmal genauer an. Und das ist die aktuelle Lage, die wir dann für den 26. 27. September zu erwarten haben nach dem ECMWF-Modell. Da haben wir ein extrem hohes Geopotenzial über Mitteleuropa. Das heißt, wir haben ein sehr ausgeprägtes Hochdrucksystem, eben gestützt von diesem Tiefdrucksystem unten Richtung Mittelmeerraum und auf einem von einem Tiefdrucksystem drüben auf dem Atlantik. Auch da wird das Ganze ein wenig gestützt und so kann das bei uns eben passieren mit einer sehr warmen Luftmasse von über 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Und dann haben wir eben nochmal am 28. September im Osten um und bei 28 Grad, 27, 28 Grad im Modelloutput, was die 30 Grad nicht ausschließen würde, dann die es tatsächlich geben könnte. Also das ist nochmal sehr, sehr warm, sehr mild und sehr, sehr trocken für die letzten Tage im September. Wie es im Oktober weitergeht, steht noch in den Sternen. Ich würde sagen, so nicht. Ich denke schon, dass es im Oktober dann das erste Mal einen Absturz vielleicht aus Norden geben könnte mit einem Trogvorstoß. Das könnte ich mir schon vorstellen, weil ewig kann dieses Wetter eben auch nicht weitergehen. Und das ging ja jetzt schon seit Mitte August bzw. Ende August so weiter. Ich habe euch auch im letzten Video gezeigt oder im vorletzten Video, dass das CFS-Modell, also die Erweiterung des GFS-Modells für die nächsten Monate, keine richtige Kältelage gezeigt hat bis Dezember und dass auch der Winter an sich nicht so krass aussah. Danach, nach diesem Video, kamen etliche Läufe rein, die das Ganze widerlegt haben und im Winter doch den Schnee und die Kälte bringen wollten. Und euch nochmal ganz kurz zu zeigen, was doch noch möglich wäre, dann auch Richtung Januar, ist eine kleine Spielerei, glaube ich, mal notwendig, um euch mal zu zeigen, dass wir nicht immer in einer Südwestlage verharren müssen, sondern auch, dass mal sowas möglich ist, nämlich jetzt am 6. Januar wäre es möglich, dass wir eine relativ krasse und markante Kaltluftblase bekommen mit einem Arctic Outbreak. Das ist natürlich eine Lage, die kann man so nicht voraussehen. Die ist wirklich, da hätte alles gestimmt, beziehungsweise nicht gestimmt, je nachdem, wie man das sieht. Aber mit einer Blase von unter minus 20 Grad in 1500 Metern Höhe im Südosten Deutschlands, da wäre also alles zugefroren und mit einer Nordostlage wäre teilweise auch der Lake-Effekt da. Also wir würden auch im Norden zumindest etwas Schnee dabei bekommen. Ansonsten wäre sie sehr kalt, aber sehr trocken, die Lage. Und dann haben wir noch ein paar Tage später, gleicher Lauf, am 15. Januar einen relativ markanten Kaltluftvorstoß über Norden von Skandinavien Richtung Mitteleuropa, könnte man fast sagen, mit einem Blocking über Grönland und Island. Aber das Blocking würde dann die nächsten Tage weiter nach Westen rutschen und somit auch der Kaltluftvorstoß. Heißt, er ginge etwas westlicher an uns nieder. Das heißt, theoretisch, wir würden nicht allzu viel Kälte bekommen. Aber hier sehen wir ein Tiefdrucksystem im Norden von Deutschland. Das würde bedeuten, dass wir hier zwar nicht die allerkälteste Luftmasse bekommen, sondern nur um und bei minus 8, minus 9, vielleicht mal minus 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Aber aufgrund dessen, dass wir ein Tief haben in einer Rückseite, kann es hier definitiv viel schneien. Also das wäre eine sehr schneereiche Lage und wahrscheinlich auch kalte Lage. Denn schneien tut es ja meistens sowieso immer um und bei 0 Grad am besten. Danach kann es dann theoretisch kälter werden. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag. Und genießt nochmal das Wetter draußen. Irgendwann ist auch der Sommer vorbei.